Und so startete dann am Sonntagabend der Gastgeber in dieses Turnier. Italien gegen Spanien im Stadion von Bologna. Also zwei Nachwuchsteams, die aber alleine schon namentlich durchaus auf sich aufmerksam machen konnten. Da sind Spieler dabei, die spielen in den europäischen Top-Ligen weit und breit, unter anderem auch in Deutschland. Schauen wir in die Partie, die Spanier mit dem ersten Angriff über die rechte Seite. Majoral legt den Ball zu Solé, die Flanke ist nicht gut, trotzdem kommt Majoral an den Ball. 13. Spielminute, 1:0 für die Spanier. Schlechter Auftakt für die Gastgeber, aber der Ball wird in die Mitte geklärt und das ist miserabel. Und das ist ein richtig starker Abschluss. 1:0, also die frühe Führung für die Spanier. Und sie waren hier die deutlich bessere Mannschaft. Wieder im 16er mit dem Ball. Rechte Außenbahn gut besetzt bei den Spaniern. Dann Martin mit dem Abschluss. Und da muss Meret direkt mal eingreifen. Ist nicht sonderlich platziert gewesen. Etwas Probleme hat er dennoch mit diesem Schuss. Kurz vor der Pause nochmal die Spanier. Über die linke Seite mit Aaron Martin kennen wir von Mainz 05 und dann der Abschluss an die Latte. Das hätte das 2:0 vor der Pause sein können. So ging es nach 45 Minuten mit dem 0:1 in die Katakomben. War hochverdient, das frühe Tor von Majoral brachte die Spanier auf den richtigen Weg. Und wieder Majoral im Mittelpunkt. Spielt hier mit Solé. Ein richtig gutes Duo und super durchgesteckt. Meret ist noch dran, aber Majoral kann trotzdem seinen zweiten Treffer erzielen. Und das war für Italien jetzt ein herber Nackenschlag. Zwei Treffer bräuchten sie jetzt. Ist aber auch gut gespielt. Lässt sich nicht anders darstellen. Tatsächlich kam dann Italien besser ins Spiel. Jetzt konnten sie ja nichts mehr verlieren, aber es war auch nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Und dann dieser Fehler von Aaron Martin. Federico Chiesa kann es ausnutzen in der 75. Spielminute. Brachte die Italiener tatsächlich nochmal ran, aber was für ein Fehler von Aaron Martin. Der Mainzer kriegt den Ball nicht geklärt. Glück aber für ihn, dass sich das im Endeffekt nicht mehr bestrafen sollte. Italien hat zu lange verschlafen, wachte dann zu spät auf. Spanien gewinnt verdient zum Auftakt in Gruppe A mit 2:1.